So, Paderborn, FC Bayern München. Das ist mehr als nur ein Klassenunterschied. Ja, wenn sie es gut anstellen, ne? Ich hätte vielleicht sogar ein anderes Trikot nehmen können, aber ist egal jetzt. Ich spiele auch so, wie Online-Ding ist, fertig. Hast du doch gemacht, Passte. ne? Online? Dante, Ja, Alaba, Ribéry, müsste. Müller, Robben, ja, das ist online, ja. Also, ja, mag sein. Ich denke aber nicht, dass es ein 8-0 wird wie gegen Hamburg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denk mal, da ist Paderborn einfach zu fit. Aber, oder die lassen sich nicht abschlachten, so muss man sagen. Die haben noch Moral in der Die haben noch Mannschaft. Moral in der Mann. So muss man es. Das ist wirklich so knallhart, wie es klingt. Ich glaube auch, die haben ein bisschen mehr Moral. Und dann ist natürlich Bayern noch ein bisschen, ja, unter der Woche Champions League gewesen. Da muss man auch ein bisschen gucken, dass man die Kräfte zusammenhält. Dann ist auch schon bald wieder Pokal, ne? Nein. Kein typischen Rom, kein typischen Rom. War ja Das schon. wäre jetzt zu bunt, wenn das gleich so losgeht. Ich stand ja schon perfekt. Muss ich nur machen. So, dann gucken wir doch mal. Was ist da dein Tipp? Ah, das wird ein 4-0 für Bayern, glaube ich. Ja, so gehe ich mit. Gehe ich mit. Ich glaube, die lassen sich sogar eins einschenken, 4-1. Echt? Und wer soll es machen bei Paderborn? Weiß ich nicht. Kenne ich zu wenig Spieler, dass ich das einschätzen könnte. Wer da schussstark ist. Ja, willst du es aber immer wieder versuchen, oder? Ja, das macht er ja auch so. Hey, lass mal den Rafinha. Meiner. Gar Okay. nichts. Schlechter Pass. Schauen wir mal, ob ich das hier hinkriege. Ja, wie gesagt, ich tippe so 4-1 oder auch. Ich denke mal, die kommen in Form und dann ab der zweiten Halbzeit ist wahrscheinlich Paderborn müde. Ja, natürlich. Das tut mir Das müsste leid. eigentlich auch noch Das war keine Absicht. die Roten Ich lasse da geben. ganz gerne mal einen raus in den Elfmeter mit Robben, aber das ist natürlich ärgerlich. Ja, da wollte ich eigentlich den wegschießen. Ja. Das ist ärgerlich. Ja, das ist Boah, und bitter. auch noch rot. Er war ja letzter Mann da. Ah, und auch nicht direkt ein Zweikampf, ne? Dann nur so ein blödes Foul. Das Oh, ist ärgerlich, das ist jetzt wird ärgerlich. schwer. Jetzt wird noch schwerer. Juganium, jetzt mit exklusiv hier. Ja, gut. Ach, Ja, Gott. Du kennst doch meine Jetzt Videos, du atmest weißt doch, wo ich hinschieß. ja normal schon, Da aber muss ich immer daran denken. Wenn ich gegen Community spiele, muss ich anders schießen als normal. Hau ich hier immer rechts oben hin. So. Jetzt wird's schwer. Willst du umstellen ein bisschen was? ja, auf jeden Fall werde ich jetzt machen müssen. Ja, ich glaube auch, ja. Au, Das Leute, au. ist Jetzt schon 1-0 Italien. zurück. Dortmund führt, Aubameyang. Nein, ich Ah, pack's nicht. schade. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was da jetzt passiert ist. Alles schön live. Haben wir direkt hier drin. Wir zeigen es nicht. Die machen nur den Jubel. So. Naja, machen wir Alles mal andere wäre weiter. aber auch eine Jetzt Enttäuschung gewesen, kommt's, jetzt wenn kommt's. Dortmund da verliert. Ist der da. Nee, der Reus wieder. Reus Ah. durchmarschiert. Und dann Reus geht von rechts durch und in der Mitte ist Aubameyang und setzt ihn rein. Ja, unglaublich. Dabei habe ich noch die Tage gesagt, der kann nichts. Oh. Oh. Gut aufgepasst. So, jetzt muss ich mit den Bayern aber nachziehen hier. Ja, er ist natürlich jetzt mein Stürmer weg. Hast du Stimme rausgenommen? Ja. Das heißt jetzt irgendwie. Einfach versuchen, ihn irgendwie ins Tor zu kriegen, egal wie. Mit allem, was geht. Ja, mit Mann und Maus. Aber da bin ich nicht so optimistisch mit. Muss erstmal ein paar Jungs hier vorne in deine Hälfte kriegen.
Das verstehe ich bei FIFA auch nicht. Man stellt defensiv ein oder so und man hat das Gefühl, die ganze Mannschaft ist in der gegnerischen Hälfte. Stimmt, ja. Kenn ich. So. Komm. Wenn jetzt der Frust noch kommt, dann wird's böse. Kenn ich alles. Leiden, wie so jeder FIFA-Spieler mitmacht. Muss ich ein bisschen mehr zielen. Komm ich nicht durch? Ein auf Zauberer? Nee, war noch nicht zaubern, ein Übersteiger bloß. Ja, Das komm. ist kein Zaubern. Fällt unter die Kategorie. Ja? Ja, schon. Also ein Ronaldo-Übersteiger, wie Ronaldo das gemacht hat, einfach mal ein Übersteiger gegen Schalke im Nichts. Ja, das war ja aber, das war schon ganz großes Kino. Ja, also. Die Vorlage, ne, für Marcelo. Ja, das stimmt. Okay, das muss man ihm lassen. Das ist immer wieder. Der Fußballer ist er ja, aber ich mag seine Selbstdarstellung nicht. Ja, da geh ich mit. Also rein sportlich gesehen ist natürlich bombastisch. Dass der immer wieder Aber abspult. Wie er das abspult, das ist was. ja, kommt immer so ein bisschen komisch rüber. Aber ich glaube nicht, dass er so ist, aber ich glaube, er muss so, weil es mehr Werbeeinnahmen bringt. Ja, natürlich, Glaube und ich. man, so verrückte Spieler werden natürlich auch bekannt. Das ist ja so. Ja. Gehört ja dazu. Richtig. Obwohl das ja rein technisch nicht nötig hätte, ne? Von der Klasse her hat er ja alles. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie fanden Sie das Ergebnis? Bayern, Donetsk? Ah, ich war enttäuscht, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Das bisschen wenig, war ne? nix auch. Alonso, die rote Karte, das hätte absolut nicht sein müssen. Alles so ein bisschen daneben gelaufen, ne? War echt kein guter Tag. Ganz verfahrenes Spiel irgendwie. Pomadig auch vielerseits, ne? Finde ich einfach, ja. Der eine Schuss da von Rafinha, dann das Einzige, was da ein bisschen kam. Aber mehr war da ja nicht. Ja, der war der Erste. Was war das? In der 10. Minute oder was war das? War nicht mal. Oder in der 4. Minute dieses Schüsschen, was da war nicht mal ein ernst gemeinter Schuss, was er da rausgeföhnt hat. War Ja, nicht das mal ist zu wenig und freiwillig. ich sage auch ganz ehrlich, auswärts natürlich. Champions League, Achtelfinale, jo, wenn der Gegner anders heißen würde, wäre das ein tolles Ergebnis. Vielleicht in Turin oder von mir aus in Milan oder in Barcelona wäre das alles ein tolles Ergebnis. Aber natürlich, Donetsk ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft, aber die sind halt auch noch gar nicht Die haben im ja gar keinen Rhythmus, ne? Spielbetrieb. Das ist es ja. Das muss man sich ja mal vorhalten, dass die nicht spielen momentan keine Punktespiele, sondern nur die Testspiele. Genau. Und Und das ist, da finde muss man ich, gewinnen. da muss man eigentlich als Champions League-Titel-Aspirant muss man ran. Aber die hatten ja jetzt nun diese Saison schon einen Haufen Wake-up-Calls. Vielleicht ist das die richtige, ja, wenn es noch nicht so ganz wichtig ist. Die müssen erstmal weiterkommen jetzt. Aber da habe ich eigentlich keine Bedenken. Dafür schätze ich den Gegner einfach auch zu schwach ein. Aber dass sie sich in München durchsetzen können. Oder könnten, so muss man ja sagen. Oh, das war jetzt schlecht gespielt. Das war unnötig. Ballverlust. Und war ich stehen geblieben? In München durchsetzen. Genau. Und ja, und gerade was das Viertelfinale angeht, dann später oder das Halbfinale mit den vielen gelben Karten, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Das kann doch mal richtig gefährlich werden. Also wenn man da schon so viele gelbe Karten hat. Wenn man dann halt gegen Madrid ran muss und dann fehlt, weiß ich nicht, ein Alaba oder so ein Spieler, der halt extrem wichtig Oder ist. ein Schweinsteiger oder. Genau, das kann einem das Genick brechen. Das ist schlecht, ja. Aber auch von Gladbach war ich gestern enttäuscht. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Nee, nur so ein bisschen verfolgt, nur ergebnisorientiert geschaut. Also was denn, ob jetzt Tore geschossen werden oder dergleichen. Oh, sogar Abseits sein, oder? Abseits, Ja. ja.
Sonst nicht wirklich viel. Ja, das war auch, dass Gladbach viele, viele Chancen hat, die aber einfach nicht genutzt hat. Und Kleinigkeiten und der Schiri war teilweise für aller Sau. Also verteidigst du jetzt besser als mit Leverkusen? Ja, erstmal reinkommen natürlich. Ja, schon eine Stunde rum, aber nur eine und nur ein Tor und nicht mal aus dem Spiel heraus, sondern wirklich nach Elfmeter, ne? Das ist ein bisschen wenig. Aber dafür geht offensiv ja nichts. Bei dir? Ja. Ja, rutscht auch mal einer durch. Wenn ich ran. Jetzt kann es gefährlich werden. Wieder abseits. Auch so ungenaue Pässe, also so richtig schönes, widerliches Spiel. Aber passt gerade momentan so ein bisschen zur Situation. Also in Wirklichkeit. Pässe, die nicht ankommen und. Kippt man nochmal gar nicht hier. Ja, wieder so ein Ding. Einfach zu langsam, gedanklich. Das liegt auch einfach am Bayern, dass ich zurzeit immer mit anderen Mannschaften spielen. Spiele eigentlich viel mit Bayern. Da, Wäre jetzt Mann. ausgleichende Gerechtigkeit gewesen, ne? Diese eine Sekunde, in der man dann wirklich denkt, ah, jetzt aber, naja. Boah, ich wollte gerade sagen, der fackelt jetzt einmal einen ab, weil er sauer ist. Mir ist so schön, um wahr zu sein. Das muss man Robben ja auch immer lassen, egal wie egoistisch er oft spielt Er und tut er eigentlich gar nicht mehr, meiner Meinung nach. ja Will gut, ich also ich überhaupt fand nicht. jetzt am Wochenende hat man wieder gesehen, dass er oftmals so Aktionen dabei sind, wo man ihm wirklich angesehen hat, dass er hätte abspielen können und sollen und dass er diesen Drang hatte, ich mach das jetzt selber, ich mach das jetzt selber. Ja gut, bei einem 8-0 ist er, glaube ich, auch legitim, wenn man Torschützenkönig werden möchte, finde ich. Also. Aber auch gegen Donetsk waren da so ein, zwei Aktionen dabei. Also, ich Und kann nicht, überhaupt weiß nicht ich nicht. bestätigen, dass ich bin ihn überhaupt nicht mehr egoistisch. Er hat sich tierisch gewandelt. Ja, es war schon schlimmer, das muss man ja sagen. Ja, früher, klar, aber er hat sich ja im Dienst der Mannschaft gestellt. Aber was ich dann halt sagen wollte, ist, dass er einer der wenigen ist, die wirklich, soll ich das sagen, nicht Charakter zeigen, aber die dann halt wirklich auch noch bis zum Schluss kämpfen. Also die denn auch da. Muss ja noch mal einer sein, ne? Das wäre jetzt auch so ein bisschen wenig. Das Ah, war aber, glaube ich, erst das hätte er zweite schon oder das raus. dritte Mal, dass ich im Strafraum war. Das war ein ganz, ganz kurioses Spiel. Hätte Nur ich die Bohren nicht kassiert, dann rumgedaller hätte im man Stürmer Mittelfeld. vorne noch gehabt und wer weiß, was dann gewesen Ja, wäre. ja, ja, ja. So läuft es manchmal einfach, ne? Dann kommt zum Unglück auch noch Pech hinzu. Sagt man dazu? Jetzt hatte man kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. So sagt man es Ja, eigentlich. genau. So, nur kurz vor Schluss noch das 2-0. Ja, mein Ah. Tipp 3, 4, 1, 0. Irgendwie sowas. Ich denke, die Bayern werden das souverän gewinnen. Ohne viel Das auf anbrennen zu jeden Fall. lassen. Und Stuttgart hat ausgeglichen gegen Dortmund. Sehr Da, schön. sehr schön, wer hat's denn gemacht? Elfmeter, ich habe nicht gesehen, wer es gemacht hat. Aber bleibt spannendes Spiel. Gucken wir mal, wie es weitergeht da. Werde ich mir auch gleich zu Gemüte führen.